So, servus Leute. Wie man sieht, wir sind hier in der Gruppe unterwegs. Heute gibt es mal einen Ausflug nach Frankreich. Navi ist auch am Start. Hebt bestimmt, also bis jetzt hebt. Und ja, mal aus dem schönen Schwarzwald raus. Bisschen in das französische Revier reinfahren. Und ja, und darum geht es heute in diesem Video. Und zwar um das Thema Motorradfahren im Ausland oder mit dem Motorrad ins Ausland oder Urlaub machen mit dem Motorrad im Ausland. So, und als allererstes, was natürlich wichtig ist, was wirklich an für sich das Allerwichtigste ist, man sollte gucken, dass das Bike natürlich, also das allererste und das Wichtigste ist das Motorrad selber. Es soll TÜV haben, die Reifen sollen auf jeden Fall gut sein. Und dann Beleuchtungsanlage. Dann alles soll natürlich zugelassen sein am Bike. Alles muss funktionieren. Die ganzen Verschleißteile sollte man, wenn möglich, davor tauschen. Vielleicht mal auch ein bisschen was mitnehmen, aber dazu komme ich später. Also in erster Linie wirklich das Motorrad. Ölstand prüfen, Reifen, die ganzen Gelenke, Elektrik, Hupe, Blinker, Licht, Bremslicht, was auch immer es alles so gibt. Das ist einmal das. Also das ist euer Bike. Urlaubsbereit ist und natürlich auslandskonform. Weil wie heißt es immer so schön, andere Länder, andere Sitten. Wenn jetzt hier zum Beispiel das und das erlaubt ist, ist dort vielleicht nicht erlaubt, da sollte man sich natürlich vorab informieren. Dann Schritt Nummer zwei, man sollte sich auf jeden Fall, das ist eigentlich sogar das erste, man sollte sich informieren, wie ist es im Ausland. Also in unserem Fall ist so, in Frankreich ist so wie in Deutschland Lichtpflicht, ist klar. Und man sollte eine Warnweste dabei haben und reflektierende Kleidung tragen und in Frankreich ist Handschuhpflicht für Zweiradfahrer. Mit dem Quad weiß ich das jetzt nicht, ich denke, ja doch, aber ich glaube auch sogar. Das sollte man sich auf jeden Fall davor im Klaren sein, weil das ist nämlich ziemlich krass, so eine Warnwäsche, die kostet glaube ich 2,50 Euro. Wenn du in Frankreich ohne Warnwäsche angehalten wirst, das halt vorweg glaube ich ab 90 Euro Strafe. Also das ist schon ziemlich krass. Und einen Alkoholtester sollte man dabei haben als Zweiradfahrer. Sonst kostet es 11 Euro Bußgeld oder sowas. Also das ist schon ziemlich echt extrem eigentlich. Dann, das nächste ist natürlich die passende Bekleidung. Zieht auf jeden Fall Schutzkleidung an. Guckt, dass ihr euch nicht zu krass warm einpackt, dass ihr gut beweglich seid natürlich auf jeden Fall. Dass ihr auch nicht friert, dass ihr auch nicht übertrieben schwitzt. Wenn ihr mal ein Stückle wegfahrt. Dann wegen Gepäck ist das auch so eine Sache. Nehmt auf jeden Fall zum Thema Gepäck nicht zu viel mit, nicht zu wenig. Es sollte auf jeden Fall ja ausreichend sein, sagen wir es mal so. Aber es reicht sich, wie immer schon gesagt, besser mit leichtem Gepäck. Das bringt jetzt nichts, wenn ihr da, was weiß ich, übelst übertrieben Zeug einpackt. Was weiß ich, jetzt so für übel viele Tage, wenn ihr fahrt nur ein bisschen weg. Also mal übers Wochenende oder so. Gepäck ist so eine wichtige Sache, auch wenn ihr das am Motorrad anbringt. Guckt, dass es ausbalanciert ist. Das bringt nichts, wenn man das ganze Gepäck nach hinten ballert alles. Wenn man jetzt sagt, naja, Sozius sitzt, wenn man jetzt alleine fährt, dann Seitentaschen machen wir voll bis zum geht nicht mehr. Und dann fährst du die ganze Zeit im Wheelie rum, das ist auch nichts. Oder halt zu einlastig oder so. Das muss halt auf jeden Fall ausbalanciert sein. Mal auf den Tank, dann links und rechts ein bisschen was. So, dass es ausgewogen ist. Gibt es ja auch super Lösungen. Auch Navi natürlich, auch so eine Sache. Powerbank habe ich mit dabei. Weil ich ja das Smartphone nutze, gibt ja viele, wo jetzt das Handy nutzen als Navi. Da ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man für die Stromversorgung sorgt. Oder als Notfall mal sogar eine Karte mitnehmen. Ich meine, viele von uns, ich bin ja auch noch relativ jung, ich kenne das so gar nicht mit der Karte fahren. Die älteren Leute, wo das halt mehr gewöhnt sind, die denken sich, ja gut, Karte, weißt du, so klassisch und so. Für die ist es natürlich einfacher. Aber das ist immer so ein Retter in der Not, sage ich jetzt mal. Mal eine Karte mitnehmen, wenn wirklich kein Strom mehr da ist, wenn gar nichts mehr funktioniert. Mal eine Karte mitnehmen, auf jeden Fall. Oder halt, ja, irgendwas, wo man halt wieder zurückfindet, sagen wir es mal so. Ein Schnur oder sowas. Naja, was. Das schon mal dazu. Was auf jeden Fall auch noch wichtig ist, was man mitnehmen sollte, gerade zum Thema Technik, ist ein bisschen Werkzeug. Weil man weiß ja nie, auch wenn man ADAC Plus Mitglied ist, immer schön Werkzeug mitnehmen, dass man auf jeden Fall was dabei hat,
Schraubenzieher, natürlich Öl, dann eine Zündkerze als Ersatz, eine Zange, Kabelbinder, Seitenschneider, Isolierband, ein paar Gabelschlüssel. Also das Bordwerkzeug natürlich auch, wer es hat, und das halt natürlich ein bisschen erweitern. Man weiß ja nie. Kettenöl oder Fett, gibt es ja so oder so. Dass man unterwegs nochmal die Kette schmieren kann, falls nochmal krass in Regen kommt oder so, wenn man jetzt ewig unterwegs ist. Solche Geschichten halt. Also einfach mal ein paar Kleinigkeiten mitnehmen, dass ihr notfalls auch kleine Reparaturen selber erledigen könnt, wo es vielleicht mal auch keine Werkstatt gibt. Gibt es ja nicht überall. Vielleicht mal ein Reservekanister, dass man, wenn man irgendwo in die Pampa fährt, dass man 2-3 Liter Sprit mitnimmt, damit man zumindest in die nächste Zivilisation kommt. Das wäre schon mal das. Und halt natürlich zum Thema Regen. Regenfeste Kleidung mitnehmen. Notfalls halt gucken. Die ganzen Geldkarten, Kreditkarten, Papiere, Krankenkassensachen. Alles in einem, ja, am besten irgendwo hinpacken, wo es wassergeschützt ist. Entweder in die Innentasche oder in eine Tüte rein. Oder manche nehmen auch so Tupperdosen, tun die halt irgendwo rein. Das ist halt alles, was kein Wasser abbekommen sollte, auch kein Wasser abbekommt. Aber wenn das Zeug nachher kaputt ist, das ist nichts. Deswegen, da sollte man schon drauf achten. Wenn man jetzt auch in Gruppen fährt, so wie wir, ist natürlich auch wichtig, entweder, ja, in dem Fall bin ich jetzt nicht der Langsamste, aber ja, ich habe jetzt halt das Navi und der Langsamste oder der, wo halt führt, da gibt es Tempo vor, hält sich natürlich fair dran, dass halt jeder gut hinterherkommt, aber was bringt es, jemanden wegzuziehen und er meint dann zu rasen wegen jemandem, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Dass man halt einfach, ja, wie in einem Video, wo ich gemacht habe, in Gruppen fahren, dass man halt da die ganzen Sachen beachtet. Halt natürlich auch vorausschauend fahren. Sich an die ausländischen Regeln halten. Gerade in Frankreich zum Beispiel ist es so, da darf man auf Autobahn bloß 130 fahren. Auf Landstraßen 80, hinaus 50 oder 30, je nachdem. Und wenn man Fahranfänger ist, darf man, glaube ich, auf Landstraßen, ich weiß gar nicht, ich glaube 60 oder so fahren. Und auf Dings, wie heißt's, auf Autobahn bloß 110 oder sowas. Wenn man jetzt nicht, also keine 2 Jahre seinen Führerschein hat. Das ist dort ein bisschen strenger geregelt. Aber naja, was soll's. Und halt auf jeden Fall, wenn man auch ins Ausland fährt, würde ich auf jeden Fall diese ganzen Unterlagen, wo man auch so mit sich mitführen muss natürlich, gerade Papiere aus, Puff hier und da, Reifenfreigabe und den ganzen Scheiß, das würde ich alles mitnehmen. Sicher ist sicher. Weil, ja, man will ja nicht irgendwie nachher irgendwo angehalten und stillgelegt werden, nur wegen irgendeinem Wisch zum Beispiel. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Und halt natürlich, wenn man jetzt auch in Gruppen fährt, sich auch davor absprechen. Falls man sich irgendwie verliert oder sonst was oder hier und da mal. Dass man auf jeden Fall, boah, das stinkt ja nach Bremse, leco mio. Dass man auf jeden Fall halt Bescheid weiß. Wenn irgendwie was ist oder so. Dass man da halt auch zurückfindet, ne. Jetzt überholen wir den Bus hier vorsichtig. Ja, das war mal hier so mein kleines Statement zum Thema ins Ausland fahren. Ich werde nachher noch ein paar Sachen einblenden, wenn wir mal drüben sind, wie das so ein bisschen aussieht, Grenzübergang oder sowas. Dass man da auf jeden Fall mal ein paar kleine Einblicke bekommt. Bis dahin sage ich jetzt mal ciao, wie auch immer. Abonnieren, Glocke machen, kommentieren, so das Übliche halt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Muss ja euch gefallen, ihr müsst ja ehrlich sein. Und ja, ciao! So, Dele, wir sind in Frankreich angekommen. Richtig cool hier eigentlich. Sieht ähnlich aus wie bei uns. Ein bisschen andere Schilder und so. Aber ist eigentlich ganz witzig. Das ist mein erster Auslandsvlog. Aber ich denke so, Sommerurlaub, warum nicht? Auch mal ein bisschen durch Frankreich blase. Nur hier halt ein bisschen an die Verkehrsregeln halten. Sonst wird es teuer bestimmt. Ja, aber sonst.
Ist eigentlich ganz cool hier. Ja, jetzt fahren wir noch ein bisschen rum, gehen ein bisschen einkaufen, dies und das. Das wird diese erste kleine Motorradreise, dann auch mal natürlich ein Päuschen machen, wo irgendwo was mampfen. Das ist halt natürlich auch wichtig. Aber ist echt mal ganz, ganz cool. Auch die Schilder und alles, das ist voll anders irgendwie. Bei denen. Naja, so ist halt. Andere Länder, andere Schilder, andere Sitten, andere Kennzeichen, andere Menschen. Ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht so krass tief in Frankreich drin. Das ist ja mehr oder weniger deutsche Grenze hier jetzt noch. Naja. Aber wie schon gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen, Glöckchen, Kommentärchen und ja, Bonjour, meine Friends. Oder wie auch immer Tschüss auf Französisch heißt. Oh, leck, Alter. Französische Landwirtschaft greift an. Scheiße, Digga. Oh, Mann. Wenn euch das Video gefallen hat, wie schon gesagt,